You can tell by the way she walks as she smiles. Yo, meine lieben Dampferfreunde, was geht ab? Und da ist auch schon wieder euer Dr. Vape am Start. Heute mal mit der Playback-Frau hier im Hintergrund. Wir sind jetzt gerade hier in Palma angekommen. Oder ja, was heißt gerade angekommen? Wir haben natürlich schon einen Vape-Shop besucht. Extra für euch da draußen. Ja, dann haben wir uns zwei richtig schicke Fahrräder geliehen hier. Kaution für diese Räder ist insgesamt 40 Euro, also 20 Euro müsste das so pro Fahrrad wert sein. Ungefähr genauso fahren die Kisten auch. Ja, und wir wollen jetzt mal ein bisschen hier durch die City cruisen und da nehmen wir euch natürlich auch wieder mit, wie immer. Can you fly? So Freunde, wir stehen jetzt hier direkt vor der Kathedrale, mitten in Palma. Auf der anderen Seite könnt ihr sehen, ist der Hafen von Palma. Auch hier im Hintergrund gut zu erkennen, richtig fette Kreuzfahrtschiffe am Start. Wir cruisen jetzt noch mal ein bisschen mit unseren Bikes hier durch die City und gucken noch mal uns ein bisschen Palma an. Erstmal ein leckeres Eis. Natürlich hier vom besten Shop in Town, Giovanni. Freunde, ich habe jetzt erstmal Mojito und Erdbeer genommen. Richtig nice Mojito-Eis. Mal probieren. Kaffee? Boah, geil. Nimm auch Mojito. Mojito ist am besten. Genau das Richtige bei dem Wetter, Leute. Leckeres Mojito-Eis. Habe ich bisher noch nie gegessen. Als Liquid bestimmt auch nicht schlecht, aber als Eiscreme umso besser. Die Erdbeer, auch sehr authentisch, richtig nice. Mmh.
Da schmeckt man es, Leute. Das sind richtige, natürliche Zutaten. Nur hier beim Giovanni. Bestes Eis in town. Meine Frau hat sich auch direkt mal 4 Kugeln gegönnt. Ich wusste das gar nicht. Das kostet dasselbe wie 2 Kugeln. Richtig krasse Sache. Was hast du da am Start? Kaffee, Toffifee, Baileys und Tiramisu. Und was du nicht schaffst, darf ich dann wieder essen, ne? Ganz genau. Korrekt, so gehen wir das. Ehe. Leute, Mojito Strawberry, best combination. I love it. Jetzt stehen wir hier vor so einem Shop. Hier gibt es irgendwie Seife, aber in etwas größerer Form. Gucken wir uns auch mal kurz an. Hier auch wieder der perfekte Shop für den Doktor. Beautiful Sunglasses. Welcome to paradise. So Leute, wir sind jetzt gerade hier vor so einem Schokoladengeschäft und ihr werdet es nicht glauben, da drin läuft die Schokolade einfach so die Wand runter. Wir gehen jetzt mal rein und filmen das mal kurz von drin, damit ihr das auch sehen könnt. Sogar einen Shop, Leute, der heißt Tupac. Okay Freunde, wie es der Zufall will, haben wir jetzt gerade hier noch einen Vape-Store gefunden, und zwar den Vape 2. Gucken wir uns natürlich auch mal kurz aus der Nähe an. Ja Freunde, war jetzt so ein kleiner Vapor-Store, allerdings mit einer ziemlich großen Auswahl. Wollte mich aber da jetzt nicht zu lange drin aufhalten, weil da ziemlich viel Betrieb war. Außerdem haben wir den großen Vapor Shop ja hier schon in Mallorca reviewed. Und das Thema heute soll ja einfach nur Palma sein. Wie es der Zufall will, haben wir jetzt diesen kurzen Shop da mal gesehen. Vielleicht auch ganz interessant für euch, wenn ihr mal nach Palma fahrt und einen guten Shop sucht, checkt das Ganze einfach mal ab. Und wir gehen jetzt weiter durch die engen, schönen Gassen hier in Palma de Mallorca. Also bis gleich. Oh, 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 oh
So Freunde, Lost Place mitten in Palma City gefunden. Das Haus hier, das sieht mal richtig krass gruselig aus, so richtig verlassen. Man kann da bis ins Treppenhaus reingucken. Ja, und man sieht, das ist ein richtig, richtig altes Gemäuer. Ja, wunderschön, fotogen. Schade, dass man da nicht rein kann. Aber ich denke, wenn man da reingeht, da bricht einiges zusammen. Das Ganze sieht schon sehr marode und feucht und verschimmelt aus. Aber ein schönes Fotomotiv, immerhin. Ironie des Schicksals, Leute. Ich sehe hier gerade dieses Schild. Und das Ganze soll heißen, zu vermieten. Hier ist unsere rostige Kette dran, aber man kommt da leider nicht rein. Ja, ziemlich krasse Geschichte, dass sie dieses alte Gemäuer hier noch vermieten wollen. Ich frage mich, für welche Zwecke. Freunde, wir sind jetzt durch mit unserem Palma Vlog hier. Ziemlich aufregender Tag hier gewesen heute in Palma. Erst der E-Zigaretten-Shop, den wir besucht haben. Dann noch die ganze Stadt, die wir uns hier angeguckt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen. Wir haben jetzt schon 6:45. Der letzte Bus nach Colonia de San Jordi fährt, glaube ich, um 7:45. Ja, wir haben unsere Fahrräder unten so ziemlich weit unten in der Stadt geparkt, sind jetzt hier komplett zu Fuß gelaufen, müssen jetzt noch die Fahrräder abholen und die am Bahnhof wieder abgeben, bis spätestens 7:45. Also das Ganze ist jetzt ein bisschen stressig. Ich hoffe aber trotzdem, euch hat das Video gefallen. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hau nochmal eine ordentliche Wolke raus und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Euer Dr. Wiggity. That's the sound of the police.